Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu, nein, keiner neuen Folge Bausimulator. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar, liebe Leute, wenn wir ein Spiel starten. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier ein, genau. Ihr wollt ein Spiel spielen. Ihr wollt ein neues Profil haben. Das machen wir jetzt auch mal. Akzeptieren. Das können wir eigentlich alles so lassen, wie es ist. Charakter, Aussehen, Name ist eigentlich völlig wurscht. Hier können wir einfach mal Willi reinschreiben. So. Akzeptieren und so weiter. So. Wir haben das zum Beispiel gehabt. Einmal einen Spielermodus für den Singleplayer, wo ich quasi selbst spielen kann. Und dann brauchen wir einen Modus für den Multiplayer. Damit wir eben für unsere... ja, Geschichte, die wir vorhaben, nicht den Multiplayer mit dem Singleplayer beeinflussen. Deswegen zwei verschiedene Profile oder wenn mehrere Leute an einem Rechner spielen, wie auch immer. So, wenn ihr jetzt aber, wie wir eben dieses mit den Profilen haben wollt und ihr sagt jetzt, Mensch, wenn ich hier jetzt anfange, ich möchte jetzt hier aber eine Mehrspielerpartie machen, dann kann ich das nicht, weil ich muss wieder dieses gesamte Tutorial durchmachen und so weiter und so fort. Das haut also nicht hin. So, jetzt haben wir hier das Profil und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr dieses Tutorial überspringen könnt. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal raus. Raus. Beenden. Ja. So. Ich habe das Ganze jetzt auf Windows 11. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur von Windows 11 ausgehen. Das heißt, wir gehen in dem Fall, ich zeige euch das Schritt für Schritt, dann könnt ihr es besser nachvollziehen. Dieser PC, Laufwerk C. Wir gehen auf Benutzer. Warum er hier nicht meinen vollständigen Namen hinschreibt, weiß ich nicht, aber spielt auch keine Rolle. So, dann haben wir die App-Data. Hier müsst ihr sehen, dass ihr die Ordner einblendet. Der ist in der Regel ausgeblendet. Da gehen wir rein. Dann gehen wir auf Local Low. Dann finden wir hier den Ordner Weltenbauer. Wir finden ComSim. Und wir finden Profiles. So, jetzt haben wir 0, 1, 2. Wenn ihr euch die Leiste jetzt vorstellt, 0, 1, 2. Profil 2 ist quasi das dritte, was wir angelegt haben. So, jetzt können wir einfach dahergehen. Wir können zum Beispiel hier sagen, okay, Anton Cäsar, also Steuerung A für alles kopieren, Steuerung beziehungsweise für alles markieren, Steuerung C für alles kopieren, so rum. So, dann gehen wir zurück auf Profiles, gehen dann in diesem Falle dann auf Profile 2 und sagen hier V und er soll die Datei im Ziel ersetzen. Ihr seht jetzt schon mal, dass hier zwei Ordner dazugekommen sind. So, dann können wir das ganze Ding auch schon zumachen. Und starten den Bausimulator erneut. So, ja, was richtig erklären muss ich noch lernen, dass das nicht so ein Gestammel ist. Sorry dafür. Wenn euch übrigens das Ganze hilft und ihr die Videos mögt und so weiter und so fort, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. So zwischenzeitlich, wenn wir mal irgendwelche Kniffe finden, werden wir die auch darstellen. So. Kommen wir hier wieder in den Startbildschirm. Taste drücken. Genau, und jetzt können wir sagen, Spiel starten. Und guck mal, jetzt haben wir unsere Daniela Flux. Haben wir gleich zweimal. Und Mehrspielerpartei beitreten ist klar. Wir könnten aber jetzt das eigene Spiel spielen. Und wir könnten das fortsetzen. Kontostand. Wieso habe ich 13 Baumaschinen? Achso, sind freigeschaltet oder so ähnlich, wie auch immer. Dann können wir hier rein. Ich wüsste nicht, wo ich 13 Baumaschinen her habe. Oder habe ich schon 13 Baumaschinen benutzt? Das kann natürlich sein. So, gehen wir da mal rein. Ihr habt schon gesehen, der Name Willi, das kann man übrigens bearbeiten, das kann man editieren. Da muss ich gleich selber mal gucken, wo das genau geht. Genau. Hier haben wir dann jetzt unsere Firma. Nicht wahr, da hinten steht das und
Wir brauchen das. Das Tutorial nicht nochmal komplett durchspielen. Ist ein bisschen versteckt, das Ganze. Nicht, wie gesagt, das findet man nicht unter Dokumente. So, und jetzt kann ich hier natürlich aufgehen auf Editieren und kann zum Beispiel den Charakter ändern. Was weiß ich. Kann ihn zum Beispiel nehmen. Akzeptieren. Das kann ich so lassen, meinetwegen. Den Namen kann ich jetzt wieder ändern in Willi. Akzeptieren. Und dann können wir, genau, starte eigenes Spiel. Das kann ich im Übrigen auch editieren. Ja, ich kann dem anderes Firmenlogo geben, akzeptieren. Und ich kann das zum Beispiel dann Willi Bau nennen, akzeptieren, auswählen. So, jetzt passt auf. So kann man das Ganze durchziehen. Ja, kleines, aber feines Video. Ich denke mal, das wird euch nutzen. Ich habe selber ein bisschen suchen müssen, weil ich sagte, Mensch, es muss doch irgendwo, muss das ganze Zeugs doch gespeichert sein. Es muss doch gehen. Aber so kann man sich tatsächlich einmal das Tutorial durchführen und man kann sich dann damit so viele Profile quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, anlegen, wie man will. So, jetzt haben wir hier unseren Willi. Wir haben unsere Hauptfirma, wo wir normalerweise nicht drauf kommen würden. Er möchte jetzt auch nicht laufen, doch möchte er doch. Ja. Und da steht das Fahrzeug. Also ist soweit alles okay. Und wir müssen das Tutorial nicht von vorne machen. So. Zurück zum Start. Jawohl. Genau. Und so sieht das Ganze dann eben aus. Ja, das war's an der Stelle auch schon. Ich hoffe, es hat euch irgendwo geholfen oder ihr könnt damit was anfangen mit diesen Informationen. Würde mich natürlich freuen. Lasst einen Kommentar da. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Vergesst das Abo und das Däumchen nicht. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.